Ja, liebe Zuschauer von Bercucci Com und Skisprung TV, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Manchmal denkt man, man ist eingefroren und die Leistungen sind auch eingefroren, die von Kusamo und von Kuopio und dann auf einmal diese Qualifikation. Severin Freund vor Pascal Bodmer. Gerd, das ist kein Witz. Nein, es ist kein Witz. Und das Beste ist, es waren absolut faire Verhältnisse für alle. Und man hat gesehen, dass Severin Freund, wir haben es ja schon öfter gesagt, eben in einer tollen Form ist. Er konnte es nur bisher nicht abrufen. Er hat es gezeigt in Kuopio mit dem zweiten Sprung. Okay, da sagen viele, da hat er richtig Aufwind gehabt und so weiter. Aber nein, er bringt das im Training, diese Sprünge. Und jetzt hat er es endlich mal gezeigt in der Qualifikation. Und Pascal Bodmer hat eigentlich einen aus dem Hut gezaubert. Du sagst ja manchmal so, die Büchse der Pandora könnte man für Pascal Bodmer auch sagen, aber da hat er mal gezeigt, dass er wirklich springen kann, der Junge, und hoffentlich kann er es für morgen mitnehmen. Du, ich habe vor lauter Begeisterung meine Ramsau-Kappe vergessen hier. Ja. Also es ist tatsächlich in der Kälte von Lillehammer ein schöner Abend gewesen. Und was so ganz wichtig ist, man darf im Skispringen wirklich die Geduld nicht verlieren. Und wir beten das wie mit der tibetischen Gebetsmühle aufgezogen immer wieder ihnen vor, in der Hoffnung, dass sie es uns glauben. Bitte. So schlecht, wie sie begonnen haben, sind die Deutschen nicht. Und heute haben wir den Beweis bekommen, werden sie auch sagen, das zählt noch nicht. Morgen zählt's, aber Beweislieferung Teil 2 folgt morgen. Ja, und vor allen Dingen ist wichtig fürs Selbstvertrauen. Natürlich sind wir auch noch ein bisschen weg von einem Andreas Kofler oder einem Thomas Morgenstern, die wieder überragend gesprungen sind in der Qualifikation, die ja für sie keine war. Und auch ein Simon Ammann hat das gemacht, was er schon in beiden Sprüngen vorher gemacht hat, hat die Qualifikation ausgelassen, war im Training mit dabei, nicht ganz von mit dabei. Aber wir wissen, dass der kleine Schweizer sich wirklich motivieren kann, sich direkt auf den Punkt konzentrieren kann. Und wird's gehen, Dirk? Oder ja, schon kalt? Es wird kalt, klar. Und konzentrieren kann, also auch da kann man gespannt sein, was er morgen hier abliefert. Und wenn die Verhältnisse so bleiben, der Wetterbericht sagt, es bleibt so kalt, also wird auch kaum Wind hinzukommen, wird es morgen ein richtig, richtig klasse Springen werden. Nee, es soll deutlich wärmer werden. Ja, 1 Grad oder was? Ja, von 20 auf minus 19. Na, dann ist ja schon mal was gekonnt. Ja, die gefühlte Temperatur bleibt dann über 20. Also müssen wir langsam die Sommerjacke wieder rausholen, oder? Mensch, du bist ja witzig, Herr Sigmund. Also, mit dem Witz des Abends hören wir auf. Also, bitteschön, wir zählen morgen auf Sie. Das war die Quali. Morgen wird's ernst.